Hier irgendwo sein. Hier nix. Das Gewehr, was wir haben, ist auch noch nicht so optimal. Also Treffer mit einem besseren Gewehr bringt diese Flat sogar sofort tot. Das gibt's auch welche mit da unten auf der Lichtung. Bis Reh. Echt? Ja. Das muss bloß mal stehen bleiben. Ich bleib stehen. Hast du eine gute Position? Halt den Atem, da kannst du auch anhalten, den Atem, ne? Musst du anhalten und dann kannst du... Da ist es! Matthias. Moment. Es bewegt sich. Naja, macht ja nichts. Lass dir bloß Zeit. Bloß Zeit. Du musst eine gute Schussposition haben. Alles andere ist für die Katz. Wenn du es denn abgefeuert hast, musst du sofort hinlaufen. Ja, hinter die Bäume. Bei der Hütte da unten, ne? Ja. Boah, das ist weit weg. Hast du das noch im Visier? Ja. Echt? Das läuft bloß immer zwischen die Bäume. Jetzt ist es noch ein Busch da hinten beim Haus rechts davon. Ja, dann müssen wir das gleich mal anlocken. Oh, da ist noch eins links. Da kommt noch einer links. Warte. Ist ein Hirsch. Das eine ist Weibchen, jetzt kommt der Hirsch. Aber ich hab's, das eine sehe ich. Es läuft weg. Das ist ein Hirsch. Oh. Bleib stehen, ich hab ihn gleich. Treffer. Ein Hirsch getroffen. Errungenschaft freigeschaltet. Der ist sofort gestorben. Luft angehalten beim Haus. Ich glaube zum Haus. Ich glaube, der liegt da jetzt. Ja, Petershain. Wir sind wieder in Petershain. Meine lieben Freunde. Freunde. Da liegt er. Ich sehe das doch, oder? Ah, meine lieben Freunde. Mit Geduld. Mucke. Hängt man eine Mucke. Geduld in Spucke. Eisfelder. Hier habe ich ihn getroffen. Da ist er dann. Wo ist er hin? Hier ist Blut für. Ey, Junge. Oh. Blutspur. Da ist noch gelaufen. Schnell hinterher. Schnell hinterher. Sehr geringe Blutspur. Das ist scheiße. Hier ist die nächste. Schnell hinterher. Nehmen wir ihn. Stammhirsch ist nicht so einfach zu erlegen. War ja auch weit weg. Das war ein Treffer. Scheiße. Hier ist die nächste Blutspur. Es muss schnell gehen. Auch nur eine Spur. Wunderbar. Jo. Haben wir gleich. Hier ist wieder haben gut. Wir gleich. Wunderbar. Der hat einen Haken. Der kann nicht mehr so kann nicht mehr so schnell laufen. Aber sehr gering. Der kann noch ein bisschen. Mit Glück haben kriegen wir den. Wenn wir Pech haben, nicht. Tja, wo ist die nächste hier? Spur? Blut. Schnell, schnell, schnell. Oh, ein Wald, Wälderbaum hier. Hier oben hoch. Komm. Wo ist die nächste Spur? Nicht verlieren, ey. Hast du eine nächste Spur? Ja, hier hinten. Hm? Spur, ja. Er kann doch nicht mehr so schnell laufen. Hier. Kannst du mal sehen, wie der noch wegläuft, wa? Noch von hinten getroffen, also jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Hier hat er hingekodet. Nein, hier Blutspur. Da geht's weiter. Wieder Blut. Ja. Jetzt sehen wir ihn hier auf Erlichtung. Das wäre schön. Muss hier auf Erlichtung sein. Irgendwo ist er hier. Da hinten. Oh, geil. Ich habe jetzt erstmal gar nicht. Okay. Nee, ist im Gebüsch wieder rein. Ist der.
Da ist die nächste Spur. Echt? Dann da hinten. Oh, hinten die Windräder, Alter. Sehen sie natürlich auch. Geil. Dann ist der noch schnell unterwegs. In diesem Let's Play unser einzigster Hund werden. Gerade eben. Tja, wo ist er jetzt hin? Da unten. Da. Hier unten war der. Und hier stehend. Es geht er. Bricht gleich zusammen. Ja. Trabend. Er kann noch traben. Mein Gott, ist der noch weit unterwegs hier, der Witz eigentlich. Da sehe ich ihn. Ist er das da oben? Nee. Nein. Auch eine neue Blutspur. Aber auch keine gesehen. Das muss er aber sein. Gibt hier nur einen. Sind nicht mehrere lang gelaufen. Das ist die eine Spur hier, die ich hier habe. Hier ist. Ja. Hier ist wieder so. Scheiße, kann der was einstecken. Braucht ein besseres Gewehr, ey. Abend. Oh Mann, ich dachte, ich habe einen Erfolg bekommen, eine Errungenschaft. Ich dachte, ich habe ihn sofort erledigt, aber das war leider nicht der Fall. Ist ja, wie der hier noch laufen kann. Laufend. Oh, der kann laufen. Oh, keine Blutspur mehr. Hier eine Blutspur? Nee. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Weiter Dammhirsch. Falsche Fährte. Ja. Ist ja nicht mehr. Shit. War ein geiler... Ne? Ja, scheiß Reh. Oh Mann, oh. Keine Blutspur mehr. Oder? Glück gehabt, haben wir da noch eine Blutspur. Aber... Glaube nicht. Muss weiter im Nordosten. Geschossen? Wer war das? Ja, ich. Komm, renn doch. Was hast du angeschossen? Entweder Hirsch. Hirsch oder Weibchen. Da hinten. Siehst du es noch? Ich habe auch einen Erfolg gekriegt. Siehst du? Ich werde mir den Erfolg gleich mal angucken, den ich bekommen habe, die Errungenschaft. Aber die Fauna, das ist ja so unterschiedlich. Ja, es liegt. Es liegt. Geil. Lass mich mal noch nicht angucken. Ich möchte erstmal mir es auch angucken und dann kannst du es, weil wenn du es anguckst, ist es weg. Dann kann ich es nicht mehr sehen. Warte mal. Jawohl, Alter. Ach, unsere erste Trophäe bestätigen. Erste Trophäe. Hast du schon bestätigt? Nein. Oh, jetzt. Nein, dann mach mal. Ich hab genau Lungentreffer. Mach auch. Du kannst dieses Tier nicht bewerten. Jemand anders. Ach, jemand anders hat's erschossen. Scheiße, und ich hab einen Dammhirsch erledigt. Da kommt hier der Rotfuchs, Alter. Wo hast du es getroffen? Lunge. Rechte Seite. Lunge. Rechte Lunge. Voll durch. War Trophäenpunkte leider null. Warum auch immer. Du hast keine Trophäenpunkte bekommen. Nee, Trophäe kriegst du ja nur, wenn du einen Horn wahrscheinlich hast. Horn, ne? Geil. Das siehst du, meine lieben Freunde. Ja, wir brauchen mehr so Lichtungen. Machen wir nochmal eine Zigarette. Und dann nochmal einen Kaffee hier. Sind wir mitten in der Wildnis hier, Alter. Die ganze Verfolgungsjagd, Alter. Nimm mal die Errungenschaft an. Die letzte, die ich hatte. Die letzte. Grab der Schütze. Ach so, triff ein Tier aus mehr als 100 Metern Entfernung. Naja, das war auch weit weg. Den überhaupt getroffen habe, das waren mehr als 100 Meter. Ja, ich habe 2 Erfolge direkt gekriegt. Wahrscheinlich ja. Trifft ein Tier aus mehr 100 Meter Entfernung und erlege es
mit mehr als 100 Meter Entfernung oder so, kann wohl sein. Jetzt züchten sie wieder ein paar Tannen. Tannenwald hier, kleine Tannen, frische Tannen. Eine frisch gepflanzt hier. Wir müssten uns mal einen Hochstand suchen und uns da einfach mal auf die Lauer legen. Ja, das habe ich ja gestern gemacht und das hat auch geklappt. Muss man aber einen bauen. Hast du, wie viel Kohle hast du momentan? 1800. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich guck mal, wie viel ich habe. Auch nur, ich habe nichts dazu bekommen, 1600. Aber guck dir mal an, wie langsam die Zeit läuft. Wir sind um 6 Uhr gestartet und es ist jetzt erst 9.32 Uhr. Also das ist sehr langsam hier, die Zeitveränderung. Aber es ändert sich auch die Sonne und alles. Geil, ne? Hm, ziemlich realistisch. Jetzt wo du... Ja, ist auch sehr realistisch. Ja. Es macht Spaß, ey. Schade, ich hab den Ruf nicht. Hätten sie denn die Windräder? Wo sind wir hier überhaupt auf der Map, sag mal? Keine Ahnung. Guck mal. Petershain. Aha. Wir sind schon im ganz neuen Gebiet, Alter. Wir sind voll nach Norden gelaufen. Oh, ja, wir haben hier so einen mega Bogen gemacht. Hier irgendwo neuer Außenposten? Nee. Das heißt, gibt es keinen Außenposten? Doch, da unten. Und das ist weit weg. Sag mal das. Prima. Das ist ein Außenposten. Herstorfer Strom, den haben wir doch schon. Hab ich bloß noch nicht, aber du hast ihn schon. Ja. Und hier ist er noch grün. Den muss ich selber im Singleplayer noch freischalten. Und gefällt dir das Spiel? Jo. Jo. Missionen. Ist halt so schade, dass die nicht gehen, ne? Nee, die gehen die nur im Einzelspieler? Nö, wir haben auch Multiplayer-Missionen. Musst du unten auf mehr Spieler gehen? Dann hast du hier die Herausforderung. Dammkönig-Herausforderung. Erlege 3 Dammhirsche und verwerte sie. Das ist ein Wettbewerb. Triff ein Tier mit einem Schuss ins Herz. Herzensbrecher. Triff ein Tier aus maximal 50 Meter Entfernung. Schleichtalent Herausforderung. Ja, wenn ich den vorne erledigt hätte, das wäre ich Schleichtalent Herausforderung. Triff ein Tier aus mindestens 200 Meter Scharfschützen Herausforderung. Erlege 2 Tiere und verwerte sie schneller als sein Schatten. Ja. Ja, wollen wir uns mal zurückspawnen und so in Außenposten? Wir machen, ja. Mach ich mir noch einen Kaffee. Bei Rattenfeld. Rattenfeld, ja. Jo. Muss ich mal sehen, ob ich das auch hinbekomme. Rattenfeld. Königsberg. Warte mal. Da ist Rattenfeld, da bist du wohl. Mega Dicken, ja. Mal sehen, wie ich da hinkomme. Macht man das? Aha! Achso. Eine Reise. Komm mal, liebe Freunde. Du brauchst in dem Spiel, du brauchst Geduld, Alter. So, sagen wir, starten wir einen Wegpunkt. Dann schauen wir mal, ob wir uns da, was aufbauen könnten. Ja. Du hast ja bestimmt fürs Erlegen auch Geld und alles bekommen, ne? Jo. Dann kommen wir auch nochmal hier mein Buggy. Ich wollte mal gucken, ob man so ein Zelt mitnehmen kann.
Ah, mach mal aus, kannst du auch aufmachen, die Karre. Rucksack. Oh. Ja. Ah, ich finde das entspannt, also auch schön entspannte Musik, ey. Die Naturgeräusche. Ja, die 20 Euro sind gut investiert, also 24 mit dem Buggy, aber mein Gott. Wer das im Ausgeben darf, meine lieben Freunde, geh komm von gönnen, Alter. Was soll man was gönnen, ne? Das war ja vor einem Moment, als ich der Dammhirscher 10 Meter an mir vorbeigelaufen ist, getrabt, ja. Wo steht das hier, was ist mein Rucksack? Inventar? Rucksack. So. Hast du schon einen Rucksack? Inventar. Da ist ein Rucksack, ja. Das sind ja noch bessere Visiere und das alles. Und die Waffe, die wir haben, die ist auch nicht gerade so prall. Jo. Geil. So, ich habe das Zelt dabei. Rübergezogen. Steht denn hier von links nach rechts. Achso, kannst du den Charakter nochmal verändern für 5000? Ja, sicherlich. Hast du ihn, das Zelt jetzt? Ja. Okay. Dann los jetzt. Weil falls wir nicht aufbauen können, dann haben wir jetzt Jetzt habe ich schon wieder mein Fotoparat hier. Mein Fotoparat raus hier. Ne, kostet 2100. Okay. Ja, dann bauen wir mal ein Zelt auf. Bau du mal ein Zelt auf und ich mache mir mal einen Kaffee, ja? Jo. Okay.
So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Auch erstmal jetzt hier ein bisschen Koffein, hier ein bisschen PS ins Blut, ey. Hast du schon ein Zelt aufgebaut? Jo. Ja. Da hinten, wo du bist? Jo. Ja. Wir hatten auch schon Besuch da. Echt? Ja, das Zelt habe ich vorhin fast neben dir hingestellt gehabt und ja, dadurch, dass du aber noch draußen warst, sind die wieder weggerannt. Aha. Kannst du da auch rein? Hier hinten ist die Tür. Ja. So. Cool. Krasses Zelt, ey. Du machst die für die weiblichen und ich mach für die männlichen. Naja, da muss man denn die passende Uhrzeit auch mal Außenposten einstellen und dann zum Beispiel zu dem Rotfuchsgebiet. Da muss man sich dann auf die Lauer legen. Eine Stunde, was haben wir? Haben wir es 10 Uhr. Ja, eine Stunde im Spiel sind vielleicht 20 Minuten im echten Spiel. Ja, ist schon ganz schön heftig. Ja. Also von der Zeitding her, ist nicht zu schnell, auch nicht zu langsam. Das soll schon, das wäre ja scheiße, wenn das alle 20 Minuten hell und dunkel wäre. Das ist ja bei so einem Spiel ist unrealistisch. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben. Das ist hier ein Gebiet, wo sie auch kommen, oder? Will ich nicht. Aber jedenfalls der Aussichtsturm. Ach so, ja, dann ist das so ein Gebiet. Ich weiß bloß nicht, ob das was bringt, wenn wir... Ob die erst kommen, wenn man den aufgebaut hat. Ob die dann öfters kommen. Weiß ich nicht. Da ist eins, ich hab einen Reh. Das ist gleich tot. Das ist gleich tot. Der rennt mir ja voll vor die Flinte. Jawohl, sofort down gehauen. Das war ein Volltreffer. Nee, das war da gesprungen. Das war da gesprungen. Deswegen habe ich nochmal hinterher geschossen. Hast du auch noch getroffen? So. Hoffe es. Scheiße. War eigentlich ein Lungentreffer. Gut Spur. Komm! Hab ich gleich. Das ist Blut. Ich weiß, wo es ist. Das ist auch schon. Bitte, bitte, bitte. Mano, Mano, Mano. War doch ein super Treffer, ey. Ja, ist auf jeden Fall zu Boden gegangen. Und dann wird er aufgesprungen. Ach scheiße, ist wieder aufgestanden. Ich hab's nämlich gesehen, wie es zu Boden gegangen ist. Ah, hier ist die Blutspur. Das kann nicht mehr weit sein. Noch eine Blutspur. Darf doch wohl nicht wahr sein. Noch eine Blutspur. Hab ich gleich. Ich hab's gleich. Da noch eine Blutspur. Ja. Ich kann dir bloß nicht sagen, ob ich es nochmal getroffen habe. Das ist jetzt. Ich hab's gleich. Über die Straße. Wo ist die nächste Spur? Wo ist die nächste perfekte? Da.
Blutspur. Komm! Los! Da ist es! Ich hab's! Oh, das ist ein schöner Moment! No. Kommst du? Nee, ich bleib noch hier. Oh, Alter! Lass mal sehen, wie weit das noch gelaufen ist, du. Gelegt. Ja, nochmal gut dran, Freunde. Ich hole mir den Kaffee und dann könnt ihr die Trophäe sehen, wenn ich mir das, das zeige ich euch gleich. Ein Moment. So, meine lieben Freunde, der Kaffee steht auf dem Tisch. Wunderbar, und für den Erfolg eines Jägers muss noch eine Zigarette auf dem Tisch. So. Es muss ein Lungentreffer gewesen sein, also da hat extra drauf geachtet. Er ist auch umgeflogen, aber das ist ja auch gut. Ja, werden wir gleich wissen. So, schauen wir doch mal. Bam. Ja, genau. Nennt sich der Treffer. 23,81 Kilo. B-Bonus. Maschel was. Gewehrpunkte-Bonus plus 4. Ja, da raschelt neben mir was. Egal. Entfernung 46 Meter. So. Nee. Das war. Du hast auch nochmal getroffen, das ist hier aufgeführt. Ein Treffer war 63%, deiner 36%. Oh, super. Und dann haben wir voll im Muskel getroffen. Vorne in den Hals rein. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter rechts. Wo ist die Lunge? Ja. Ich hätte weiter rechts noch ziehen müssen. Da sind die Organe. Hinter den Beinen. 66 Punkte. Bewertung. Genug. Ja, weiblich. Gut. Das war's. Ja. Oh, was raschelt hier? Bitte noch was? Stimmt's nicht. Doch. Mist. Zwei Stöcke hier, die machen so viel Lärm. Taube. Will draußen hier im Garten auch immer. Na, hier ist nichts. Dann komme ich mal zu dir. Ist das? Da hinten bist du. Oh, also bin ich weit gelaufen. 300 Meter bin ich gelaufen. Ja. Also Muskeltreffer ist auch nichts. Ich meine, das stand zwar 63%, aber wenn du die Lunge triffst, dann hat sich das erledigt. Das sieht jetzt so schnell aus. Sind die Blutspuren auch sehr groß. Habe ich gestern noch im Let's Play gesehen. Von einem anderen Kollegen. Bin auch nur noch so 100 Meter gelaufen.
Lass mal sehen, das hat was gebracht. Der Punkt, wo wir waren, mit dem Anlocken und so, hat gut geklappt. Hat dann nicht lange gedauert. Ja, aber hier sind jetzt, wenn du auf die Map guckst, ist so ein Fleck. Also ich glaube, die kommen da jetzt erstmal nicht, wa? Da, wo wir geschossen haben. Was meinst du mit Fleck? Na, so ein, das war vorher nicht die Farbe. Drück mal auf Map. Die Farbe war vorher nicht. Ich komme erstmal zu dir wieder. Ich glaube, Geld habe ich nicht bekommen. Müsste ich gleich mal gucken. Erstmal wiederholen. Ach so, da ist so ein autoroter Fleck. Ja. Blutdunstgrad sehr gering. Ach, das war das verfolgte Tier. Ja, das war nur eine Fleischwunde. Deswegen glaube ich, dass die hier nicht so schnell jetzt wiederkommen wahrscheinlich. Kann sein, ja. Wir sollten uns eine bessere Position suchen. Gar nicht mehr her. Ja, ich muss doch selber fahren. Es regnet. Hören rasch, wir sind in Deutschland, hier beigetreten ist. Was hast du denn da in der Hand? Ach, du hast das Zelt in der Hand. Was trägst du denn da für einen riesen Flock? Fällt mir geil auf dem Zelt, wie man das Rasseln hört. Nice. Da kommt doch einer. Nee. Der auf der Seite anders sein. Nice. Ich hoffe mal, die Freunde, dass euch das gefällt, aber ich glaube so. Oh mein Gott, ja. Was will der denn uns denn sagen? Sag mal. Die Session verlassen, ja. Ja, was ja die nächste ähnliche Simulation ist, ist Angeln, ne? Das steht glaube ich nicht im Multiplayer Eurofishing, ne? Das weiß ich nicht. Aber das kannst du mit dem natürlich hier nicht vergleichen. Also da bist du dann am Fluss und hältst die Angel rein und dann kannst du da auch nichts machen. Wenn du hast was machen, kannst du angeln. Hier kannst du ja wenigstens noch durch die Prärie laufen und alles. Nö, beim Angeln kannst du auch mit dem Boot da rumfahren. Ja? Bei Eurofishing? Ja, rumschubbern halt. Hat auch volle Controller-Unterstützung, Eurofishing.
Auch gehört zu regnen. Naja, das Reh kam genau auf uns zu, also anlocken, das hat gut geklappt. Das ist wieder so eine Jägerbude hier, ja, das muss ein passender Platz sein, ja. Das Problem ist, wir stehen genau im Wind. Ja, du hast das Ding auch genau nicht auf die grüne Wiese gestellt, sondern genau in die lauten Zweige hier. Oh! Achso, ich wollte gerade sagen. Das ist genau auf den Scheiterhaufen hier gepackt, Alter. Dass die Hexe drauf verbrennen, Alter. Was das jetzt ist? 11:25 Uhr. Ah, ich habe Geld dazu bekommen. 300. 1600 auf 1900. Was kostet so ein Stand hier? Den kann ich ja selber gar nicht 2100. Bauen. Ja. Hört sogar die Fliegen, Alter. Dank Fliegen. Da hinten haben wir noch so einen Punkt. Welches ist da ja besser wie hier? Wenn hier wieder gestrickt da ist, ist das kommt, das ist so toll, ey. Nee, das ist der hier, das ist ja noch ein Flaschen. Hey? Max ist tatsächlich Motschi geworden, das habe ich nicht mehr gesagt.
Ich hatte immer, wenn ich aussteige, den Fotoberater aus. So, probieren wir hier mal. Dicken Klotz an der Hand hast, ey. Kann man das hier halbwegs gerade hinstellen? Boah, die Blätter fliegen ja von den Bäumen. Geil sieht das aus, ey. Ja, jetzt weiß ich auch, wo der Wind kommt. Ja, logisch, die fliegen mir entgegen, also so haut's auch hin. Ja. Müssen wir mehrere Zelte aufstellen, würde ich sagen. Aber wir haben jetzt hier so viel Lärm gemacht, die haben wir erstmal alle vertrieben, also. Was hier mit den Blättern von den Bäumen? Oh ja, genauso stehe ich im Wind, ja. Und der Wind aus Nordost. So, eine Viertelstunde können wir noch machen. Ja. Problem nicht mehr. Mein Gott, sind wir weit auf der Karte gefahren. Obwohl, das denkt man, wenn man die Karte ganz rangezoomt hat. Ja. Dann musst du die Karte mal ganz groß zoomen, dann ist das nicht viel gewesen. Siehst du erstmal, wie groß die Map ist, Alter. Ich weiß nicht, also ich glaube, Amerika ist noch interessanter. Weil Amerika hat natürlich noch ganz andere Tiere, ne? Bären und so. Obwohl, Bären gibt es eigentlich auch hier, aber nicht so viele, ne? Wölfe gibt es ja auch in Europa. Ja. Also in Amerika gibt es natürlich viel mehr noch. Auch Elche und so. Ne? Elche ist natürlich nur in Nordeuropa. Aber hier, wo wir jetzt sind, gibt es keine Elche. Mitteleuropa, nicht Nordeuropa. Und das ist eben der Vorteil am Hunting-Simulator für 10 Euro, dass du da 7 verschiedene Regionen hast. Alpen. Das ist der Vorteil. Ich müsste mir mal ein Let's Play angucken, ob die Grafik wirklich so scheiße ist. Kann man im Let's Play wirklich guck mal angucken. Weil so ein 10er würde ich mir den Handy im Simulator auch noch kaufen. No. Aber auch nur, wenn es im Let's Play gut aussieht. Wenn nicht, ist aus dem Zelt rausgegangen? Ja, ich bin hier drüben im anderen Zelt. Ja, im Flugzeug, oder ist auch im Flugzeug? Flugzeug? Norden? Ja? Propellerflugzeug. Unten aus dem Norden. Nö, hier ist raus. Ich hab mich vorhin schon mal gewundert. Ich hab gedacht, der sägt da hinten, der andere Typ mit der Kettensäge durch den Wald. Ja. Oh, die Wolken bewegen sich jetzt da oben ganz schön schnell. Nach Norden guckt. Ja, der Wind kommt, Südwest. Okay, oder? Eigentlich tun nicht immer mit dem Zeichen. Wenn ich hier nach Norden gucke, dann muss der Wind aus den Wolken aus Westen kommen. Oh, jetzt haben sie die Wolken schon verzogen. Ja, und das ist eine Eule. Das kenne ich hier außen, wo ich hier wohne, im Garten. Ich habe auch Eulen. Ja, Quatsch, Eulen hier. Tauben. Ich glaube, hier kommt nichts, Alter. Das wäre auch zu einfach. Ja, ne? Also so kann man das nicht auf Dauer machen. Das wäre zu einfach. Ich meine, gerade hatten wir Glück.
Aber da musst du auch manchmal Glück haben, dass es überhaupt ganz in der Nähe ist. Weil sie sind ja nicht innerhalb von 50 Metern auf einmal 10 Viecher. Also. Oh. Was war das? Blick über die ganze Karte. Ich bin 100 Meter oben. Lol. Sag mal. Blick über die Karte, ich mache ein Foto. Jetzt geht es runter. Bang! Oh, so macht sie. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin 3 Kilometer geflogen. Ich habe überlebt beim Aufkommen. Ja, 1,4 Kilometer bist du jetzt weg von mir. Ja. Ich bin über die ganze Map geflogen. Oh mein Gott. Hoffentlich hast du es im Let's Play drauf. Ja, ich hab's auch im Let's Play drauf. Ich konnte aber mal, was weiß ich war bestimmt 100 Meter in der Luft und konnte die ganze Karte mehr angucken. So, und jetzt bin ich hier gelandet. Und den Fotoberat weg. Ich habe in der Luft noch ein Foto gemacht. Hier bin ich jetzt. Wo bist du? Da. So, ich bin voll nach Westen geflogen. Ich bin Flüchtling und bin nach Westen gelaufen. Ah. So, dann würde ich sagen, treffen wir uns am Außenposten. Wartenfels. Jo. Hier stört. Aussichts. Das ist der Aussichtspunkt. Kann man da auch schnell hinreisen? Geht nur zum Außenposten. So. Dann mal los hier. Ups, falscher Knopf. So, danke, bitte. Oh, hier scheint zu regnen. Was höre ich hier? Nö. Jetzt. Wir können ja mal die Ami-Map nochmal probieren. Ach, da ist er hier, der Sörenrasch, Alter. Hätte auch das Teil in der Hand. Nein. Hören rasch. Sollte man Arsch schießen? Nee, lieber nicht, Alter. An die Scheibe rein. Und das. Den kann man nicht sehen. An dem Holz. Ja mal doch, die Ami-Map noch mal probieren. Ja genau, ja. Kommen wir darauf? Ich weiß nicht, ob man die hier so wechseln kann. Ich glaube nicht. Ne? Okay. Müssen wir noch mal kurz raus. Ganz wieder raus, ne? Ja. Menü, ne? Genau, Menü auch und dann Menü. Wieder drin. Ja. Hunter, Call of the Wild. Machst du hier in der Lobby, oder? Jo. Ja. Sag, wenn du drauf bist. Andere Map ist Pacific Northwest. Northwest. Ja, das ist so, kann er hier... Oh. Man weiß ja, was im Nordwesten von Amerika ist. Am Pazifik auf jeden Fall, da hier, wie nennt sich das da? Kalifornien oder was? Doch, also das Spiel hat Potenzial. Also. Das ist wohl das Beste vom Besten. Nee, hey, ich habe einen Dammhirsch getroffen, ja, aber ich habe ihn leider nicht verwerten können. Natürlich schade. Bist du schon auf dem Server drauf? Yep. Ach, ich sehe ihn jetzt auch hier. Und ich kann mich nicht bewegen. Ja, das ist auch ein ganz anderer Hintergrund.